Auf vielen Internetseiten wird der Strand von Montchausy hervorragend gelobt und ausführlich beschrieben. Das hat uns neugierig gemacht und somit war für uns klar, den wollen wir auf jeden Fall auch mal sehen. Unsere Unterkunft war circa 1,5 Kilometer davon entfernt, sprich circa 20 Minuten sind wir wieder an dicht befahrenen Straßen entlang gelaufen, haben dann den Strand erreicht und als wir dann angekommen sind, war schon interessant. Erstmal läuft man durch ein etwas bewaldetes Gebiet, bis man dann tatsächlich an die Wasserkante kommt. Aber dann ergibt sich wieder ein super Bild, was wir hatten. Und die Vorfreude auf das Baden stieg sofort an. Wir sind dann erst noch mal ein bisschen am Strand langgelaufen, um natürlich den besten Platz für uns zu finden. Das haben wir dann auch getan und in den Reiseführern war natürlich auch immer beschrieben, wie toll dieser Strand oder dieser Abschnitt ist zum Schnorcheln. Das haben wir dann auch später mal ausprobiert. Allerdings muss ich sagen, das war jetzt nicht so toll, weil man sieht eigentlich nichts Interessantes und wenn man was sieht, ist es eher trüb und es sieht halt so aus, als wäre es schon relativ stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach dem Schnorcheln haben wir uns eine Erfrischung verdient und was gibt es Besseres, als eine Kokosmilch zu probieren? Ja, und schaut selbst, wie sie uns geschmeckt hat. Da wohnen wir. Und, Schmeckt ganz schön warm. Warm als Kokosnuss. Aber ist gut. Hier mal. So, man ist ja in der fremden Kultur, man probiert ja wirklich alles. Aber das ist wirklich ekelhaft. Warme Kokosnussmilch. Das ist wie wenn ihr 30 Grad warmes Bier trinken würdet sagen, das war lecker. Es schmeckt nicht. Und dann kam natürlich das Highlight, der Sonnenuntergang auf Mauritius. Das war schon beeindruckend, wie schnell der große Feuerball dann auf einmal im Meer verschwindet. Das ist halt so, wenn man auf einmal in der Nähe vom Äquator ist. Einfach klasse. Lachen. Das war einer der schnellsten Sonnenuntergänge, die wir live erlebt haben. Wahnsinn. War echt schön. War schnell. Aber extrem schnell. Und ihr hört schon im Hintergrund den ganzen Krach. Ja, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Und hier in Mauritius gibt es halt so Sachen wie Bordstein, ganz selten. Deswegen müssen wir so ein bisschen an der Hauptstraße langlaufen und gucken, dass wir nicht überfahren werden. Die fahren hier zügig, aber es ist alles ganz okay. Jetzt sind wir auf der Suche nach was zu essen. Schauen wir mal, was uns hier die Imbisslandschaft noch so anbietet. Oh, da kommt schon wieder ein Auto. Krass. Krass. Das hört sich nach großem Auto an. Krass. Ja. Das Einkaufen hier in oder auf Mauritius ist eigentlich kein Problem. Ich betone aber mit Absicht eigentlich, weil wir die Öffnungszeiten auch nicht hundertprozentig rausgefunden haben. Wir stehen hier vor einem lokalen Supermarkt, so ein kleiner Tante-Emma-Laden, der hat wirklich alles. Der ist geschlossen. Ja, weil wir heute Sonntag haben. Der hatte zwar heute Morgen offen, aber jetzt ist er zu. Welch eine Tragödie. Ja, das ist ein Drama, weil wir sind ja Selbstversorger. Ja, das ist so ein kleiner Tante-Emma-Laden, hat alles, ist ein bisschen teurer als die großen kommerziellen Supermärkte, die es hier auch gibt. Aber man kriegt hier alles, um sich wunderbar durch den Tag zu ernähren, zu trinken, alles soweit okay. Dann gibt es hier auch noch sogenannte Essensläden. Das sind so kleine Imbissbuden, wo es halt so kleinere Mahlzeiten gibt. Snacks. Snacks. Gebratene Reis mit Chicken, mit Fleisch, mit allem drum und dran, mit Curry, gut gewürzt, schmeckt eigentlich ganz lecker. Aber hier haben wir die Öffnungszeiten wirklich nicht im Griff.
Also eigentlich bis 18 Uhr, dann waren wir so kurz vor 18 Uhr da, dann hieß es, nee, die Küche hat schon zu, die wollen jetzt nichts mehr machen. Pech gehabt, ja, als wir um 5:30 mal kamen, da ging es noch, war kein Problem. Ja, also da sind wir auch noch so ein bisschen am Rätsel und heute hat es leider auch zu. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir heute Abend hier uns ernähren werden, weil es gibt nämlich auch noch Restaurants, die machen grob ab 19 Uhr auf. Die werden wir wohl heute Abend dann mal das essen. Probieren wir mal aus, ob die auch sonntags um 19 Uhr aufmachen. Vielleicht. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Ansonsten gibt es wieder Trockenbrot und ein bisschen stilles Wasser. Ja. Guten Abend. Hallo. Kurz nach 19 Uhr, wir verlassen das Haus, weil wir haben noch etwas Hunger und sind jetzt auf der Suche nach einem geöffneten Restaurant. Wir haben schon einen Tipp bekommen, wo wir hingehen sollen. Das ist ungefähr 10 Minuten von uns zu laufen und es ist stockfinster, deswegen ist es ganz wichtig, dass man eine Taschenlampe dabei hat, um hier auf den Wegen sich einigermaßen auszukennen. Und anders ausgedrückt, die Autos, die müssen einen natürlich auch sehen. Hier sind zwar überall Straßenlaternen, doch generell ist es hier deutlich dunkler als bei uns zu Hause. Viel weniger Lichtquellen. Und somit müssen wir einfach mit der Taschenlampe uns ein bisschen behelfen, dass wir auf jeden Fall gesehen werden. Und ihr hört schon am Sound, wie viele Autos hier immer noch unterwegs sind. Ja, wir laufen jetzt mal los, lassen uns überraschen. Wir hoffen, dass wir ein gutes Fischrestaurant finden. Wir sind vielleicht gute Dinge. Aus dem Salat, außer dem Salat noch was Leckeres. Genau, richtig. So, wir machen uns auf den Weg. Es ist 7:30 und wir haben es geschafft. Ein Restaurant hat offen. Die Essensversorgung ist sichergestellt. Nee, alles gut. 10 Minuten gelaufen ungefähr und hier ist ein Restaurant in der Nähe, wo wir wohnen und da waren wir schon mal. Es gibt außerdem Salat, Zucker und Fisch dazu. Ja, essen jetzt heute ein bisschen mehr Fisch. Wurstsalat gibt es leider nicht. Kartoffelsalat gibt es nicht. Mist. Alles gut. Als wir das letzte Mal hier vor 3 Tagen waren, da waren wir die Einzigen. Momentan sieht es wieder so aus, als wären wir die Einzigen. Warten wir doch mal ab, wie sich das Restaurant hier noch füllt. Ja. Enjoy your meal, Master. Thank you. Sehr gut. Wie man sieht, hat es uns sehr geschmeckt. War total lecker. Super kreolische Soße, einwandfrei. Kann man nur weiterempfehlen. Es war sau lecker. War echt perfekt. Ich hatte Tintenfisch mit einer spicy Soße. War super. War gar nicht so spicy. War aber einfach toll. Und da haben wir noch ein bisschen Chili bestellt. Und auch das war super genießbar, das Chili. Es war jetzt kein Rachenputzer oder sowas, sondern war einfach toll im Geschmack. Sanft im Abgang. Mit einer ganz frischen Note. Nee, war richtig toll. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man hier schon am Indischen Ozean ist, muss man natürlich Fisch essen. Auch keine Gräten drin. Also war alles super. Echt. Hier kommen wir nochmal hin.